So beheben Sie, wenn Ihr Twitch-Schlagwort nicht angezeigt wird. Twitch ist eine beliebte Videostreaming-Website, die die meisten Spieler nutzen, um täglich mit ihrem Publikum zu interagieren. Obwohl das Sendererlebnis online ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, mit anderen zu interagieren und sogar ihre Botschaften mit Emotionen zu übermitteln. Twitch-Emotes sind ein wichtiger Teil des Übertragungserlebnisses und ermöglichen es den Zuschauern, sich auszudrücken und mit den Erstellern von Inhalten zu interagieren. Manchmal können sie jedoch aufhören zu erscheinen, was zu Frustration und Verwirrung führt. In diesem Artikel gehen wir auf die häufigsten Gründe ein, warum Twitch-Emotes möglicherweise nicht angezeigt werden, und bieten Schritt für Schritt Anleitungen, wie sie behoben werden können. Es gibt mehrere Gründe, warum Twitch-Emotes möglicherweise nicht in ihrem Status angezeigt werden, aber die meisten davon sind langsame Internetprobleme, Browser-Cache-Probleme und Emotes, die von Twitch-Streamer deaktiviert wurden. Alle diese Probleme sind die Hauptursache des Problems, und im Folgenden teilen wir einige Methoden zur Fehlerbehebung, um dasselbe Problem zu beheben. Wenn Sie also Probleme damit haben, dass Twitch-Emotes nicht angezeigt werden, lesen Sie weiter, um eine Lösung zu finden. So beheben Sie, wenn Ihr Twitch-Schlagwort nicht angezeigt wird. Dass Twitch-Emotes nicht angezeigt werden, ist ein häufiges Problem für viele Benutzer, da sie ihre Bedenken in verschiedenen Online-Foren äußern. Um dieses Problem zu beheben, gibt es eine Vielzahl von Methoden, die in Ihrem speziellen Fall möglicherweise funktionieren oder nicht. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie das Problem lösen können, um sicherzustellen, dass Ihre Twitch-Emotes korrekt angezeigt werden. Methode 1 – Aktualisieren Sie Twitch. Twitch ist ein Dienst, der für eine genaue Leistung stark auf die Internetbandbreite angewiesen ist. Es ist möglich, dass Sie aufgrund eines Fehlers auf der Serverseite Emoticons und andere Multimedia-Sticker nicht verwenden können. Stellen Sie also sicher, dass Sie die Twitch-Website in Ihrem Browser aktualisieren. Wenn Sie die Twitch-App verwenden, können Sie die App mit der Taste STRG plus F5 aktualisieren. Methode 2 – Aktivieren Sie Twitch-Emotes. Möglicherweise müssen Sie Ihre Twitch-Konto-Einstellungen überprüfen, um sicherzustellen, dass Twitch-Emotes aktiviert sind. Gehen Sie dazu zu Ihren Twitch-Konto-Einstellungen und vergewissern Sie sich, dass automatische Ersetzung aktivieren aktiviert ist. Wenn nicht, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen und speichern Sie die Änderungen. Dritte Methode: Starten Sie Ihren Browser/Ihre Anwendung neu. Manchmal ist die App oder der Browser, in dem Sie die Twitch-Website durchsuchen, fehlerhaft oder weist technische Störungen auf. In solchen Fällen ist es am besten, Ihren Browser/Ihre Anwendung neu zu starten und zu sehen, ob das hilft. Methode 4 – Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Emotes sind im Grunde große GIF-Dateien und benötigen Hochgeschwindigkeits-Internet, um zu funktionieren. Überprüfen Sie daher unbedingt Ihre Internetverbindung und erhöhen Sie nach Möglichkeit Ihre Internetgeschwindigkeit. Wenn Sie ausstehende Downloads haben, halten Sie sie an und prüfen Sie, ob sie helfen. Methode 5 – Verdienen Sie sich ein Bit-Emote. Twitch hat ein spezielles Programm, bei dem einige Emojis gesperrt sind und Sie sie nicht verwenden können, bis Sie sie verdient haben. Der Prozess des Erlernens dieser Bit-Emote-Methode kann von Abonnent zu Abonnent variieren, hängt jedoch in den meisten Fällen von Twitch-Spenden ab. Es ist möglich, dass das Twitch-Emote, das Sie verwenden möchten, vom Ersteller blockiert wurde. In diesem Fall müssen Sie den Inhaltsersteller kontaktieren und ihn bitten, das Emote zu entsperren. Methode 6 – Streamer abonnieren. Einige Twitch-Emotes sind nur für Kanalabonnenten verfügbar. Es ist also kein Wunder, wenn Sie beim Teilen Ihrer Kommentare oder Kommentare auf dem Kanal keine bestimmten Emotionen verwenden können. Die meisten Kanäle können kostenlos auf Twitch abonniert werden, also tun Sie das, um einige Twitch-Vibes freizuschalten. Methode 7 – Installieren Sie das Emote-Plugin neu. Viele fortgeschrittene Emoticons benötigen Plugin-Unterstützung von Drittanbietern, um auf Emotes zugreifen zu können. Viele Benutzer pflegen verschiedene Emotes-Komponenten, können diese jedoch von Zeit zu Zeit nicht aktualisieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Problem, dass Twitch-Emotes nicht angezeigt werden, durch ein veraltetes Emoticon-Plugin oder ein fehlerhaftes Emoticon-Plugin verursacht wird. Derzeit werden Franka Facets und Better Plugins vollständig von Twitch unterstützt.
Installieren Sie sie also unbedingt und prüfen Sie, ob sie helfen. Methode 8. Browser-Cache starten löschen. Manchmal kann das Problem, dass Twitch-Emotes nicht angezeigt werden, auf ein Problem mit Ihrem Browser-Cache oder Cookies zurückzuführen sein. Das Löschen des Caches und der Cookies Ihres Browsers kann helfen, das Problem zu lösen. Um Cache und Cookies zu löschen, öffnen Sie Ihre Browser-Einstellungen und finden Sie die Optionen zum Löschen von Cache und Cookies. Methode 9. Adblocker deaktivieren. Werbeblocker sollen verhindern, dass Werbung auf Websites erscheint, aber manchmal können sie auch Twitch-Emotes stören. Wenn Sie einen Werbeblocker verwenden, versuchen Sie, ihn vorübergehend zu deaktivieren, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird. Methode 10. Probieren Sie einen anderen Browser aus. Wenn du alle oben genannten Schritte ausprobiert hast und Twitch-Emoticons immer noch nicht angezeigt werden, versuche, von einem anderen Browser aus auf Twitch zuzugreifen. So kannst du feststellen, ob das Problem speziell für deinen Browser oder ein weiter verbreitetes Problem mit Twitch vorliegt. Methode 11. Wenden Sie sich an den Twitch-Support. Wenn Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert haben und Ihre Twitch-Emotes immer noch nicht angezeigt werden, müssen Sie sich möglicherweise an den Twitch-Support wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Sie können Ihnen bei der Diagnose des Problems helfen und Ihnen bei Bedarf zusätzliche Schritte zur Fehlerbehebung oder Kontounterstützung anbieten.